Kannst du uns bitte nach oben bringen? Na gut. Das hab ich auch immer gefragt, wenn meine Mutter mich als Kind ins Bett... Was geht, Freunde der Außenwelt? Wir switchen rüber und let's rock. Video ist womöglich nicht für Kinder geeignet. Doch, ich denke schon. Von Lautstärke? Oh, nein. Der erste Pfannkuchen ist für den kleinen Witzer. Fängt ja gut an und mit einer Wodka-Pulle. Ist es Wodka? Ist es Wodka? Jetzt, ja, ich hab WhatsApp vergessen. Ach, scheißegal. Mama Wutz träufelt ein bisschen Wodka. Gorbatschow. Wodka! Wodka! Sehr gut, Alter. Drauf. Wodka! Ja, dass der Schorsch da drauf so abgeht, das kann ich mir gut vordenken. Schorsch jagt Peppa gern mal einen Schrecken ein. Okay. Wie hässlich. Wie hässlich. Jetzt muss ich mal kurz Worte hier Strom schalten. Schorsch findet das gar nicht lustig. Oh oh. Was hat Schorsch damit vor? Das kann ich dir verraten, aber ich mach's nicht. Dass George so gut das Balance halten konnte? Krasse Sache, Alter. Sind ja schon ziemlich hoch. Oh, sie ist gesprungen. Wer, jetzt kommt ehrlich mal. Und das war auch noch original. Wer, damals dachte ich, das gehört zur YouTube-Kacke, als ich das zum ersten Mal gesehen habe. Wer lehnt sich denn so weit aus einem Flugzeug raus, ohne Schirmfall hinten auf dem Rücken? Da ist doch klar, dass man rausfällt. Wie kann man sich überhaupt so noch halten bei dem ganzen Wind, der einen in die Fresse schießt wie Atomsoma? Oh nein, das ist Papa Wutz. Papa Wutz. Ja, das ist er. Papa Wutz. Der fällt auf jeden Fall tief zum Boden. Ich würde das nicht machen, Fallschirmspringen. Der Boden ist viel zu hart dafür. Nee, ich würde auch mal gerne Fallschirmspringen, aber nur wenn der Fallschirm sich öffnet, sonst lohnt sich's nicht. Nee, gut, es kommt drauf an, wie hoch. Peppa und Schorsch lieben es, wenn... Alter, einer am Boden hinterlässt Minecraft-Loch und der einfach nur... Leel. Ständig ist normales Mensch, die Fahrt. Ach, ist ja kein Mensch. Den Kopf durch die Nase ziehen. Diese Wörter, Alter. Nase. Die sind so geil geschnitten. Das ist krass. Ich versuche die immer so perfekt zu machen, aber so klingt das eigentlich noch geiler. Fällt mir ein, ich habe selber schon lange keine YouTube-Kacke mehr gemacht. Oh, die Atropellen gingen aber ab, Joma Schmidt, Alter. Kannst du uns bitte nach oben bringen? Na gut. Das hab ich auch immer gefragt, wenn meine Mutter mich als Kind ins Bett gebracht hat. Kannst du mich bitte noch umbringen? Ganz normal. Kannst du mich bitte noch umbringen? Er macht's sogar. Kannst du uns bitte noch was vorlesen? Das rote Affebuch. Wieso liest man Toten was vor? Wieso können Toten überhaupt sprechen? Ich meine, wenn man tot ist, lebt man doch nicht mehr, außer man ist noch nicht tot. Aber du liest uns immer dasselbe vor. Ja. Der rote Affe geht in die Bar, putzt sich die Zähne und... Ich gehe auch immer in die Bar, um mir die Zähne zu putzen. Ist ganz normal. Ich meine, wozu willst du Zahnpasta nehmen, wenn du Absinth nehmen kannst? Hochprozentigen grünen Zint. Kackt ins Bett. Das ist mein Style. Nein, ja, in der Hose. Genau davon handelt es. Krasses Kinderbuch, Alter. Atomhaft. Warte mal, was ist ja jetzt nicht ganz verstanden, weil ich... Peppa und Schorsch hüpfen gern. Mann. Atomhaft. Was denn? Das ist die Folgeneinleitung? Atomkraftwerk? Ganz interessantes Ding, ja. Ich bin gespannt. Peppa und Schorsch hüpfen gern im Schreisee. Können wir da reinhüpfen? Mach ich auch immer. Ja. Die beantwortet ihre Frage selber? Ja, gut. Brauchst Mama nicht machen. Können wir... Nein. Oh, voll mies, Alter. So lange warten und dann doch Nein zu sagen. Wer kennt's nicht? Du wartest auf bei deiner Mutter auf eine Antwort und denkst dir, ey, so lange wie das dauert, da kann doch nur ein Ja kommen und dann... Nein. Oder genauso wie deine Mutter immer sagt, geh deinen Vater fragen. Da fragst du deinen Vater, frag deine Mutter. Oder, warte, ich muss das mit deinem Vater besprechen. Halbe Stunde später, nein. Warum bespricht man das eine halbe Stunde, um am Ende ein Nein zu kassieren? Das war aber geil. Kurz leider, aber richtig geil. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch ein Like da, wenn ihr nicht getan habt, abonniert. Ich verabschiede mich und bin damit raus.